zeige euch jetzt ein Video. Ich zeige euch jetzt meinen Bauch. Ah, angeschmiert, Digga. Ich wette, ihr dachtet gerade, dass ich durchziehe. Ne? Nee. So, nee, sowas mache ich nicht auf Twitch, Digga. Ich zeige euch jetzt mal ein Video. So, warte mal, was wollte ich euch denn jetzt zeigen? Hier, und zwar in so einem alten Vlog von mir. Da hatte ich so eine krasse Form gehabt. Ich sag euch, wie es ist. Ich hatte damals so eine stabile Form. Das war gefühlt die Form meines Lebens. Und da war ich 18. Diese Videos, da war ich 18. Okay, Leute, wir schauen jetzt den alten Malle wieder. Let's go. Das war geil damals. Leute, wir sind jetzt gerade in Stuttgart. Guck, wie ich da noch raus da. Das ist der Altai-Crimix. Und dann geht's weiter. But then be like, go to LA, I'm back on one night, trying to catch a flight, I'm just working for that jet life. Da war ich 18. Frisch 18. Guck mal, hier sieht man schon, weil wir es ja gerade vom Thema Körperform hatten, ne? Seht ihr das hier schon? So dieser Rücken, Arm und so schon von hinten. Ich sag, ich hatte da wirklich die Form meines Lebens. War ein geiler Urlaub. Nils, der Ehrenbruder. Kennt ihr noch meinen alten Mitbewohner? Jo Leute, das war bis jetzt so mein Tag. Wir sind jetzt endlich hier angekommen. Das Haus ist mega heftig und wir haben alle richtig Hunger. Deswegen gehen wir auf jeden Fall jetzt gleich was essen. Wir haben uns schon ein cooles Burger-Restaurant ausgesucht. Das Essen werdet ihr natürlich auch gleich sehen. Und falls ihr auf jeden Fall auf eine Haustour Bock habt, und glaubt mir Leute, es wird sich lohnen, dieses Haus ist unnormal heftig, dann lasst doch auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da. Dann wird in den nächsten Tagen noch eine Haustour auf meinem Kanal von dieser extrem heftigen Finca kommen. Und ja Leute, jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem... Oh, Musik immer ultra laut. Das war ein geiler Urlaub. Ja, ja, Live-Chat, ich weiß, ihr lacht gerade über meine Stimme. Aber hört euch doch mal eure Stimme vor 5 Jahren an. Da habt ihr euch bestimmt auch anders angehört. Habt ihr Beef, du und Nils? Nein, auf keinen Fall. Nils immer noch mit mein bester Freund eigentlich, ja, Nils. Jo Leute, wir lassen jetzt auf jeden Fall noch ganz gediegen den Abend ausklingen. Gönnen uns vielleicht danach noch eine Shisha. Ohne Scheiß, Leute, hier ist einfach nur so richtig geile Location. Mallorca ist einfach... Ich cringe mich gerade so weg, wenn ich mich selbst sehe, ne? Ich cringe mich gerade so weg. Unheimlich schön, das wird mir einfach gerade mal wieder bewusst. Und hier könnt ihr einfach mal sehen, wie das Wasser allein aussieht. Das ist einfach so ein... Ich weiß nicht, vielleicht kommt es im Video nicht so gut raus, aber es sieht einfach richtig blau aus. Mega geiles Wasser. Und hier machen wir auf jeden Fall gerade noch ein paar Insta-Bilder. Was war das für ein Vlog, Digga? Boah, guck mal, da war ich so in meinem Trainingsmodus. Dass ich sogar im Urlaub ins Gym gegangen bin. Digga, heute wäre ich dafür viel zu fett. Ich würde mir denken, ich habe Urlaub, ich gehe doch jetzt nicht hier nicht in ein Fitnessstudio. Aber da war ich im Hustle-Modus. Guck mal, Leute. Seht ihr das allein hier? Meine Arme, meine Brust. Ich war da, ich war so krank definiert. So Leute, ihr habt auf jeden Fall gerade unser Essen gesehen. Ich habe natürlich gegrillt und jetzt können wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen der grillende den Boss. Pool und wir machen always stop talking, Digga. Okay? Halt einfach dein Maul. Halt einfach dein Maul. Wir können uns jetzt im Pool und jetzt gibt's auf jeden Fall noch ein paar frische Unterwasseraufnahmen. Ich finde, ich sehe ein bisschen aus wie ein Spast, ne? In 3, 2, 1. Ah, warte, ihr wollt doch die ganze Zeit meinen Bauch sehen. Live-Chat. Seid ihr jetzt zufrieden? Aber es ist gerade scheiß Licht, man erkennt nicht viel. Auf jeden Fall noch ein paar frische Unterwasseraufnahmen in 3, 2, 1.
Wir hatten aber auch damals richtig Spaß gehabt, Real Talk, ne? Das waren geile Zeiten. Da habe ich gerade gekocht. Da habe ich immer meine Pancakes gemacht. Jeder wollte immer meine Pancakes essen. Guckt euch da mal meinen Arm an, ne? Allein, guck mal, seht ihr das? Man sieht voll den Muskel hier so. Ich war zu der Zeit wirklich krass trainiert. So random. Oh, wie ich da noch aussehe, ey. Oh, oh, oh Gott. Die Leonie. Das war damals die Freundin von Nils gewesen, die Leonie. Nein, nein, oh Gott, nein. Ja, nice. Hey, was? Die schreien schon. Leute, ich hab sie einfach reingeworfen, Bro. Ich hab sie einfach hops genommen. Du, ja. So Leute, Tag Nummer 3, heute geht's endlich mal an den Strand, ich bin so gehypt, ich freue mich so richtig drauf, ich war glaube ich 6 Jahre lang oder so nicht mehr am Meer und ich habe einfach übertrieben Bock drauf. Jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. War ein schöner Urlaub. Das war so mein erster Urlaub, den ich nicht so mit Eltern gemacht habe damals, so mit Freunden. Einfach so. So Leute, so sieht auf jeden Fall in Spanien die Müllentsorgung aus. Digga, was geht hier ab, Mann? Komplett los. Richtig broke. Sie kommt rein. Nils hat irgendwie noch versucht, auf umweltfreundlich das irgendwo hinzumachen. Digga, was ist das hier, Mann? Junge. Leute, wir sind hier gerade am Müll angekommen. But I can guarantee that you should focus on me. Me, I'm a new fan. Leute, wir haben es endlich geschafft. Hier ist der motherfucking Strand, Leute. Oh no. Keine Ahnung, wo wir sind, aber hier ist Strand, Leute. Ich freue mich einfach endlich mal wieder Strand. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Jo Leute, wir haben es jetzt geschafft und wow, nice, wir sind direkt am Strand. Alles klar, Digga, ich flog gerade. Haben wir hier irgendwie ein Problem, hä? Take a moment for yourself. Get close with the lights down low. You and I and no one else. Guckt euch diese Form an. Guckt euch diesen Rücken an. I get the feeling that I wanna explode. Baby, you grab my attention. Tension burning. Ah, war geil. Digga, das hat einfach 40.000 Likes damals. Altes Video, 2016. Hier sieht man richtig, wie breit ich eigentlich bin. Oder war. So Leute, heute ist Tag 4. Wir haben heute eigentlich überhaupt nichts gemacht. Meine Frisur ist mal wieder mega broke, aber man chillt halt einfach den ganzen Tag am Pool. Ja, das war... Ey Leute, wenn ihr jetzt nicht aufhört zu sagen, dass ich mein Sixpack zeigen soll. Ich habe kein Sixpack. Ich bin fett. Ich bin eine fette Qualle. Ihr könnt aufhören, das zu schreiben. Es gibt nichts zu sehen. Ich will euch diesen Anblick ersparen. Im Prinzip mein kompletter Tag, heute gibt es echt nicht viel zu sehen. Wir haben halt, wie gesagt, einfach nur gechillt heute, haben nicht viel unternommen. Morgen geht's mal wieder an den Strand, oder? Morgen geht's an den Strand, Leute? Ja. Morgen geht's an den Strand. Und das seht ihr auf jeden Fall dann jetzt gleich im Anschluss. Digga, auch die ganze Zeit die gleichen Lieder verwendet. Oh, shit. Das waren andere Zeiten damals, Leute. Das waren andere Zeiten. Wenn ich das Bein breche, ist es belastend. Das ist belastend. Aber dude, volle Klicks, I love to entertain you. Du weißt, wie das macht aus. Guckt euch das mal an. Guckt euch hier mal meinen Rücken an. Seht ihr das? Allein hier so diese ganzen Unterteilungen. Ich war wirklich krass in Form damals. Ich war wirklich krass in Form. So Leute, wir
wir haben uns jetzt ein Tretboot geholt. Let's go, guys, motherfucker! I cry next! Ich bin rein! Wow! Easy, man! Oh, das war geil! So, Leute, ihr wisst ja, YouTube Money läuft bei mir in letzter Zeit ziemlich. Deswegen sind wir jetzt einfach mal an die Nachtschaffung. Oh nein, ist das grim! Bro, ich starte diesen Cut und sag, ihr wisst doch, YouTube Money läuft bei mir. Erik RMF. Leute, warum habt ihr mich damals überhaupt geschaut? Warum habt ihr so einen Cringe-Typen überhaupt geschaut? Dankeschön, Erik. Nein, natürlich noch Spaß, Leute. Aber extrem heftig, so die ganzen Yachten mal zu sehen. Sich irgendwas anzuschauen, was man sich eh niemals leisten kann. Was man sich eh niemals leisten kann. Aha. Hätte ich dem damals gesagt, dass der mal in 5 Jahren ein Lambo fährt, ein Range Rover SVR fährt, ein Haus hat und seine Mutter in Rente geschickt hat, dann hätte er das vielleicht nicht gesagt. Und was sollen jetzt hier diese Cringe Cinematics? Was sollen jetzt hier diese Cringe Cinematics? So einen auf, ich weiß gar nicht. Das ist so einer auf dieses, ich weiß gar nicht, dass du mich gerade filmst. Ich laufe so nach vorne mit Musik. Film mich mal, ich weiß nicht, dass du mich filmst. Oh nein. So Leute, wir sind jetzt gerade noch auf Mallorca, haben jetzt aber unser Leihwagen abgegeben und gleich fliegen wir auch nach Hause. Ja, ich weiß, da ist der Vlog eigentlich auch zu Ende, Leute. Aber es war trotzdem irgendwie gerade voll nice, mal diese beiden alten Videos zu schauen. Leute, das geht nur 3 Minuten 20. Guck mal, Leute, mir war das auch damals scheißegal. Mir war das auch scheißegal gewesen, ob ein Video 8 oder 10 Minuten lang ist, ob es für die Watchtime und für die Klicks und Werbung schalten. Das war einem so scheißegal. Ich habe einfach ein 3-Minuten-Video hochgeladen, weil ich einfach Bock drauf hatte. Es waren andere Zeiten damals, Digga. War geil. Real Talk, Digga. Es hat mir gerade richtig Spaß gemacht, das alte Video zu schauen.